Solche Zahnarztstühle gehören zu Recht ins Museum, denn heute sieht Zahntechnik anders aus. Und beim Anblick der von der Bundesimmobiliengesellschaft neu renovierten Bernhard-Gottlieb-Universitätszahnklinik in Wien verschwindet die alteingeprägte Angst vor dem Zahnarzt. Den Studierenden bietet die Klinik nun ein gutes Arbeits- und Lernambiente. Ein neues Ausbildungskonzept, das sich auch in einem neuen Raumkonzept äußert, sowie ein neuer Hörsaal sind nur einige der Neuerungen. Vor allem, weil es zeigt, welche tolle Forschungs-, Arbeits- und Studienbedingungen man in vielen Universitätsstandorten in Österreich vorfindet. Es zeigt aber auch, wie professionell, wie gekonnt ein Bauträger wie die BIK uns die Gebäude herrichtet. Hier ist ja eine herrliche Symbiose von Altbestand und Neuem gelungen. Und ich freue mich, wenn ich durch solche Bauten gehe, weil wenn ich mir vorstelle, dass man hier studiert, forscht, arbeitet und dass man sich wohlfühlt. Der Umbau dauerte 7 Jahre und wurde bei laufendem Betrieb durchgeführt. Dabei musste sehr vorsichtig vorgegangen werden, denn schließlich ist das Gebäude denkmalgeschützt. Es wurden beispielsweise im Zuge der Sanierung die über 100 Barockfenster saniert, gleichzeitig aber auch auf die aktuellen Wärmestandards gebracht, indem man auf der Innenseite Alufenster vorgesetzt hat. Also ganz spezifische Lösungen für ein außergewöhnliches Gebäude. Außergewöhnlich ist auch die Struktur, die sich in den Räumen und schließlich in der Arbeitsweise niederschlägt. Es ist hier erstmals ein Unit-System implementiert worden. Das heißt, nicht mehr der Patient geht zum Arzt, sondern die Ärzte kommen zu den Patienten in die einzelnen Units, in die einzelnen Kojen. Diese Kojen sind nach den modernsten Standards, medizintechnisch, aber auch gebäudetechnisch ausgestattet. Viele Universitäten, viele Kliniken aus dem Ausland kommen auch hierher, um sich dieses System anzusehen und auch entsprechend dann auch in den eigenen Räumlichkeiten umzusetzen. Dieses Kojensystem verkürzt also die Wege der Patienten und der Studierenden. Für frische Luft sorgen die Belüftungsanlagen. Diese und viele andere Neuerungen weiß man sehr zu schätzen. Die Renovierung bedeutet einen Schritt in eine neue Zeit, in eine bessere Zeit, sowohl für die Studenten, die einfach ganz andere Möglichkeiten haben, ganz moderne Möglichkeiten haben, ihr Studium zu absolvieren, ihre Ausbildung zu erweitern, und auch für die Patienten. Es ist einfach viel individueller geworden, das Studium. Es gibt eigene Einheiten für die einzelnen Studenten, in denen sie ausgebildet werden. Es gibt Phantommodelle, an denen sie üben können. Und das ist sicher auch in Bezug auf die Patienten nachher eine Verbesserung. Und das ist wichtig. Schließlich werden pro Jahr etwa 25.000 Patienten behandelt. Sie dürfen mit modernster Technik rechnen und mit einem Ambiente, das so manchem die Angst vor dem Zahnarzt nimmt. Denn an der Wiener Universitätszahnklinik hat der Zahn der Zeit nun keine Chance mehr.